Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts Covenant. Wir spielen natürlich weiter und wir befinden uns auf der CD 2. Ich hoffe... Ja, ich habe die CD 2 eingelegt. Ich habe nämlich extra mal das geändert, dass die CD 2 oben ist. Ja, genau. Sonst passiert mir nämlich dasselbe wie bei Nio und ich habe Ei und schläge einfach CD1 ein. So, wir sind hier. Ich gedächte, wir haben hier alles fertig gemacht. Wer bist denn du? Uhenohara, der Dummschwätzer. Und dies war alles mehr bis vor kurzem. Dann haben sie es aufgefüllt, um diese Lager zu bauen. Hm. Stimmt doch wahrscheinlich sogar, oder? Wieso ist er denn ein Dummschwätzer? Wir haben eingekauft, wir sind neu ausgerüstet und ich glaube auch, wir haben kein Geld mehr. Ja, 83.000 ist nicht mehr viel in der heutigen Zeit. Wir wollen natürlich unseren Schwertmeister wiedersehen. Oder Schwertmann? Wie hieß der denn? Schwertmeister oder Schwertmann? Müssten wir da rein? Gibt zwei. Okay, wir gehen mal hier rein. Nein. Gehen wir nicht. Hallo? Wo ist eigentlich Blanka? Wir haben Blanka nicht dabei. Hab ich Blanka vergessen? Hm. Ich war jetzt der festen... Stehst du schon länger hier? Ichihei, ein Eingeborener. Dieses kleine Gebäude gegenüber ist Warenhaus Nummer 1. Nummer 2 ist das lange Gebäude hinten. Straßen von Yokohama. Backsteinkaufhäuser. Wir gehen mal zu den Straßen von Yokohama. Das geht hier schon mal richtig los. Hier in Yokohama. I owe you all a great deal of thanks. Really, it was nothing. But doesn't he need to go to the hospital? He's fine. He may be thin. But don't worry, he's extremely tough. Was that your daughter that was kidnapped? Yes. We've got to go save her. I want nothing more than for her to return. But she is an important hostage, so I'm sure they will do nothing to harm her. Don't you think he seems kind of calm considering what happened? Shh. He'll hear us. Don't worry. He's probably hard of hearing anyway. I'm old, but I am not deaf, little lady. Not yet. Oh, how are you feeling? I'm fine. Please don't be concerned about me. Wow. Master, these people. These are the ones that brought you here when you were hurt. Oh, I see. Thank you. I owe you all my life.
nothing. It was our pleasure. Oh. You. Oh. Ow. Oh. Anyway, we thought you died back there. Yeah. Hmm. There is dangerous work ahead. You've already done much to help. You needn't get further involved. Well, maybe not. But I think you know the people who took your daughter, don't you? That's true. But it would be wiser for you all to keep away from this. It's not your concern. I'm afraid we can't do that. Hmm. And why is that? My partner. I mean my pet wolf. The one that chased after the car. You mean Snowball? Snowball? Yeah, that's him. You mean Blanca, don't you? Oh. That wolf. He saved us last night, too. You see? We can't just forget about him. Oh. Snowball. Blanca. It's the princesses. You found their secret hideout, boy? I guess it's decided then. Shall we accept their assistance? Yes. Ja, ja. Wisst ihr, was interessant wäre? Der Vati vom Juri ist doch Japaner und die Mutti, die war doch Russin. Und wenn jetzt sich die Anastasia mit unserem guten Schwertmensch zusammentut, dann wäre das ja genau dieselbe Konstellation. Russische Mama und japanischer Papa, kann ja nur gut werden. Shadow Hearts 3 ist confirmed. Ach, da steht was. Okay, Seelentropfen. Oh, Seelentropfen. Aus der Sorge entspringt nichts Gutes. Ich muss euch wohl einfach glauben und warten. Ich habe einen wunderschönen Hut auf. So, gut. Haben wir jetzt eigentlich den anderen dabei? Ja. Oh, wir haben alle dabei. Corando. Corando muss jetzt erstmal warten. Der ist schon viel zu stark. Hallo da. Kisaburo, der Kadett. Ein schwarzes Auto kam gerade vorbei. Mit vollem Speed Richtung Hafen. Cool. Danke. Wer bist du? Du hast auch einen schönen Hut auf. Kendo, der alte Langweiler. Wenn die Hitze weiter anhält, trocknet die Bucht von Tokio noch aus. Nee. Wir sind noch nicht fertig hier. Ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Aha. Buchliebhaber Haruo. Ich habe hier ein tolles Buch. Der Autor wird sicher einer der ganz Großen. Wie? Wie es heißt? Es heißt Rashomon und ist von Akutagawa Ryunosuke. Da gibt es wahrscheinlich wirklich dieses Buch. Keine Ahnung. Tomoko. Zurück aus Frankreich. Bei meinem Parfüm bin ich wählerig. Wie wäre es mit etwas Blumen? Was frage ich einen niemand wie Sie? Der schicke Akaku. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Der schicke Akaku. Ich sage einfach mal die schicke Akako, okay?
Die Welt wird immer gefährlicher, egal wo man hinkommt. Die Leute sprechen nur noch vom Krieg. Apropos, habe gehört, Amerika will, nachdem die Deutschen ihren Luxusliner Lusitania versenkt haben, seine Neutralität aufgeben. Schau rein. Was bist du denn für ein kleines Kind? Düster Masumi. Oh, ich will nicht in die Schule. Ich meine, die Uniform ist so lahm. Wir müssen Pumphosen tragen. Ach, guck mal da, wer da ist. Unsere beiden. Roppo Matsu, der Medizinstudent. Typhus und Pest sind heute in Tokio weit verbreitet. Mehr als 1000 Leute sind schon gestorben. Ist ja ganz gut und schön, sich Sorgen um Übersee zu machen. Aber was ist mit dem Zustand bei uns zu Hause? Na, ihr Süßen. Was macht ihr Typen hier? Das ist Japan. Ihr wisst das, oder? Oh, was für ein kalter Empfang. Und wir sind die ganze Seidenstraße lang gezogen, um bei dir zu sein. Ihr verfolgt uns. Dann los, Hände in die Hosentaschen. Was willst du kaufen? Ich muss das ganze Geld, das wir für Benzin ausgegeben, wieder reinholen. Ausgaben wahrscheinlich. Ich kaufe was. Entschuldigt Leute, ich war leider woanders schon einkaufen. Gut, das hätten wir. Gut. Um Nachlass bemühen. Wir versuchen mal 50%. Ja. Geht gut. Du kriegst auch erstmal was Cooles. Kriegst denn du? So. Dann verkaufen wir nochmal schnell das Zeug. Versuchen Sie einen Preisaufschlag, ja. Fast. So, gut. Kann ich eigentlich bei ihm irgendwas machen jetzt? Oh, Juri, da haben Sie aber ein tolles Outfit. Wenn Sie sich so anziehen und Ihren Auftritt planen und so, werden Sie dann den Abend aber nicht allein verbringen, was? Nein, was reden Sie denn da? Dieses lila Bondage-Kleid, es riecht immer noch nach der Königin. Ich meine, naja, wenn ich es hätte, würde es mir sicher helfen, ein paar neue Kleider zu entwerfen. Sie wollen das? Oh, vergessen Sie's. Oh, naja, was soll's. Danke. Ich bin so froh. Okay, ich werde sofort etwas entwerfen. So, ein bisschen hier, ein bisschen da, fertig. Sehen Sie, es ist toll, sehr majestätisch mit einem Hauch von Unanständigkeit. Ich bin ein Genie. Oh, ich fühle, wie mein Künstlerblut zum ersten Mal seit langer Zeit brodelt. Ich schneidere es, wann Sie wollen. Natürlich, wie immer, im Austausch gegen eine Aufreisekarte, hm? Ich habe keine. Sehr gut. Hast du mitgebracht, was, mein Herzenswunsch? Okay, gut. Ich habe gedacht, ich kann mir wenigstens mal die Entwürfe angucken, aber nein.
geht's denn dahin? Straßen von Yokohama. Immer noch. Oh, da will ich aber hin. Hä, wie komme ich denn da hin? Oh, Herr Doktor! Ich hab was. Was für ein Design soll es sein? Leidenschaft. Das ist also dein Design. Das macht deine Aufreisekarte. Einfach fantastisch. Ich bin gerade in der Stimmung. Nur einen Moment, dann gibt es eine kleine Lupe. Presenting the latest creation from my 1915 Pierre Majemet collection. I call it Black Queen. Du kannst jetzt Leidenschaft nehmen. Interessant. Oh, fantastisch, nicht wahr? Gefällt es dir? Bestimmt. Du kannst jederzeit wiederkommen. Also sammeln wir jetzt auch Klamotten. Komme ich jetzt an die Kiste da? Achso. Ah, Amo Amdusias. Wer bist du? Numura der Bauerntöpel. So, ist also Yokohama. Vater hat mich nicht belogen. Tolle Stadt. Geschichtsfan. Seit der Hafen vor 50 Jahren eröffnet wurde, ist die Stadt verwestlicht. Die japanische Kultur geht uns verloren. Ach, davon ist der andere. Wenn die Hitze weiter anhält, trocknet die Bucht von Tokio noch aus. Ach so, du bist ja kein der Langweiler gewesen. Akiko, der Star. Ich bin hier, um Tee zu kaufen. Hier in den Docks kann man wirklich viele ausländische Sachen bekommen. Nein, ich will zurück. Hier keine Gasthäuser oder so. Na, Madame. Geht's da irgendwo hin? Hey, du kleiner Mann. Also. Hoto. Gut, dann Schlachtschiff Mikasa. Finde ich doch bestimmt irgendwas. Finde ich hier tatsächlich was? Ah. Ah, Ringseele. Dubidu, heute bin ich die kleine süße Aya, die Singseele, Schmetterlinge in meinem Bäuchlein. Toll. Ich bin das Singseelchen der Welt des Urteilsrings, Sings, der Verwalter jedes winzigen Stückleins Schicksal. Haha, Aya, nicht toller Auftritt. Dudelu, ich kann dich sehen, deine Zukunft. Das ist für dich. Angriffsschub. Ah, danke. Das ist die Macht des Urteilssings. Wow. Wenn ich wieder zum Spielen herkomme, gebe ich dir mehr Macht. Versprochen.
Ich beobachte dich und stelle sicher, dass ihr alle freundlich zu Mr. Schicksal seid. Danke, dass ihr meine Freunde seid. Das hat Spaß gemacht. Ja, süße Maus. So ist sie. Das war meine Kleine. Ah ja, ist sie nicht süß, ja? Ja, wirklich süß. Haha, wir haben sie immer genau beobachtet, Miyabi und ich, jeden Abend. Wir haben nichts anderes gemacht. Oh, ich bin so froh, dass es dir gefallen hat. Das letzte Mal war auch toll. Wie wäre es das nächste Mal mit meiner Großmutter? Sie lebt nicht mehr, aber... nein, danke. Nein, aber es macht mir wirklich nichts aus. Es wäre toll. Nein, wirklich nicht. Ach, wie schade. Ich war sicher, ich würde sie auch verkörpern können. Bis bald. Er wird langsam gruselig. Ja, Yori, du bist selbst dran schuld. Da steht doch was. Das sehe ich doch. Vapula. Wer bist denn du? Tsukiyama, der Kadett. Alles dreht sich nun um Schlachtschiffe. Die Tage des Schwertes sind vorüber und ich benutze es auch nicht mehr. Sie haben Nibelung in Szene 3. Extra higher Folk Power. Wer ist das? Hier geht's nach unten. Findet man hier irgendwas? Nein? Finden die es nicht irgendwie komisch? Oder findet er es nicht irgendwie komisch, der Kadett, dass wir hier einfach so rumlatschen? Also ich finde das sehr komisch. Captain, is the ship ready to leave yet? In a short while. We are still making preparations. We've already waited 3 hours! Lieutenant Colonel Terada, you cannot simply bring armed weapons onto a high-speed ship and then expect to disembark immediately. Now can you, sir? I'm operating under direct orders from Minister Ishimura. During wartime, my orders take precedence over anything. You must know that! Don't get so excited. I told you all will be ready soon. But I hope, for your sake, that you do not find yourself in trouble for using the Empire's most advanced destroyer as a mere taxi cab. You needn't worry. I've been informed that you brought a girl as a captive. Is this true? Yes, and it's none of your affair. Fine. I didn't get this far in my career by sticking my nose where it does not belong. Excuse me, Captain? Yes? What is it? I see. As you were, sailor. Carry on. It seems intruders have boarded the ship, Lieutenant Colonel. I'll leave the matter to you. Good. This is what I was hoping for. Meint etwa uns? Ich würde gern speichern. So, Partner, bist du sicher, das Mädchen wird hier festgehalten? Aru! Aber wo könnte sie sein? Das Schiff ist größer, als ich dachte. Am besten, wir teilen uns in zwei Gruppen und ich nehme das Deck. Der Rest kann unten nachschauen. Okay, klingt gut. Hä? Lässt du mich im Stich, Partner? Wir sind ein prima Team, was, Blanka? Ahu! Also, wer kommt mit mir?
Okay. Das wird interessant. So, das sind meine Gruppen. Ja, ist in Ordnung. Seid vorsichtig. Stimmt, ihr auch. Kann ich jetzt bitte speichern? Oh verdammt, wir fangen auch noch mit ihm an. Ach, Seiten wechseln. Das ist ja interessant. Wir speichern erstmal schnell mit ihm. Ende der ersten Hälfte. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und morgen schauen wir mal uns hier um. Tschüss.